Guten Abend und herzlich willkommen bei der ersten Sendung nach der Sommerpause. Die Wirtschaft schrumpft bei steigenden Zinsen und hoher Inflation. Die Wirtschaftsdiagnose des Wirtschaftsforschungsinstituts hat es in sich. Die Stimmung kippt nicht nur in der Industrie, sondern auch in den privaten Haushalten. Seit den 1990ern hat man erst dreimal so eine Negativität gemessen wie heute. Und das waren drei Wirtschaftskrisen. Ausgelöst durch den Terroranschlag auf das World Trade Center, die US-Banken- und Finanzkrise und die Corona-Pandemie. Wie kommen wir da wieder heraus? Welche politischen Haltegriffe braucht es? Wie kann man die Menschen wieder ins Boot holen, damit sie wieder Vertrauen und Hoffnung schöpfen? Menschen geben nur Geld aus, wenn sie gut drauf sind. Im Zentrum heute hohe Preise, heißer Herbst, im Würgegriff der Inflation. Wie und wann können wir wieder durchatmen? Das frage ich meine Gäste. Schönen guten Abend. Georg Knill, Präsident der Industriellen Vereinigung. Josef Muchitsch, der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschaft der FSG und Sozialsprecher der SPÖ. Andreas Hanger, Nationalratsabgeordneter ÖVP. Dagmar Belakovic, stellvertretende Klubobfrau FPÖ. Und Gabriel Felbermeier, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen Abend. Österreich hat im Euroraum-Vergleich mit 7,6% die dritthöchste Inflation und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von 5,3%. Herr Knill, Herr Muchitsch, Sie verteidigen den Standort, die Industrie, Sie die Beschäftigten. Wie dramatisch ist denn aus Ihrer Sicht die Situation und hätte die Regierung früher handeln müssen oder die Wirtschaft auch lauter aufschreien? Also mir macht die Entwicklung der heimischen Wirtschaft große Sorge. Wir erinnern uns, die Industrie in Österreich ist gut durch die Pandemie der Corona-Phase gekommen, hat dieses Land getragen. Jetzt, im Jahr 2023, haben sich die Vorzeichen aber massiv verändert. Wir sehen seit Wochen, seit Monaten, dass die Auftragssituation massiv rückläufig ist, dass das Investitions- und Konsumverhalten stark rückläufig ist. Und wir rechnen für dieses Jahr, für 2023, für die österreichische Industrie eine Rezession von bis zu 4%. Also das ist massiv. Wir kennen Branchen, sei es in der Bauwirtschaft rund um den Wohnbau, Papier ab Glas oder auch Ziegel, massive Einbrüche. Wir merken es in der Verpackungsindustrie, bei Papier und Pappe oder auch in der Kunststoffindustrie. Rückgänge von bis zu minus 20% in einzelnen Branchen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine große Sorge, einen Abschwung, den wir schon seit langem nicht mehr in dieser Form gesehen haben. Wir haben zum einen natürlich eine sehr konstruktive, gute und ständige Kontakt und Austausch mit der Bundesregierung, haben auch sehr früh schon darauf hingewiesen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft stark unter Druck gerät. Allen voran das Thema Energiekosten. Energiekosten ist kein nationales Thema, war ein europäisches und ist ein europäisches Thema. Wir haben heute noch immer dreimal so hohe Energiekosten wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist nicht gelungen, eine europäische Lösung bei dem Energiekostensektor herbeizuführen. Stichwort Merit Order. Wir können uns noch gut daran erinnern, es hat 10 Verhandlungen der Energieminister auf europäischer Ebene gegeben, keine Lösung. Und als Konsequenz hat man nationalstaatliche Lösungen herbeigeführt, unterschiedlichster Art. Länder sind mit unterschiedlich umgegangen. Wir haben in Österreich noch immer massive Energiekostenbelastung für die heimischen Betriebe. Wie dramatisch ist die Situation aus der Sicht der Beschäftigten, Herr Muchitsch? Ja, wenn man sich die letzten 24 Monate anschaut, dann massive Betroffenheit bei den Beschäftigten. Wir haben ja Teuerungsraten, die ja wirklich so hoch sind wie noch lange nicht zuvor. Wenn man sich das anschaut, dass die Mieten bis zu 25% gestiegen sind, die Grundnahrungsmittel teilweise ums Doppelte, aber im Durchschnitt um 24,1% gestiegen sind. Wenn man sich anschaut, wie die Energiepreise gestiegen sind, der Präsident Knill hat es angesprochen, beim Gas das Dreifache, bei der Fernwärme das Doppelte, bei Brennholz, Strom um 50% gestiegen. Und wir wissen, dass wir in diesen letzten 24 Monaten hier als Arbeitnehmer wirklich eine Teuerung hinnehmen mussten, das letztendlich auch Konsum und Kaufkraft beeinträchtigt.
dann ist es mehr als wie fair und gerecht, dass wir jetzt bei der Herbstlohnrunde das an Lohnerhöhung bekommen, wo die Beschäftigten 12 Monate in Vorleistung gegangen sind. Und wenn wir jetzt bei den Pensionen hier eine Anpassung von 9,6, 9,7% ab Jänner machen werden, müssen, sollen, dann ist es mehr als wie gerecht, dass jene, die jetzt 12 Monate hier miterleben mussten, wie alles immer teuer geworden ist, aber nur im Geldtaschel ist es nicht mehr geworden, durch die Arbeit, dass wir sagen, ja, die Beschäftigten haben sich eine Lohnerhöhung verdient, die fair und gerecht ist und diese Teuerung dementsprechend nach der Benja-Formel auch ausgleicht. Herr Fellmermeier, Sie sind beruflich in Deutschland sozialisiert und mit der Tradition, die Wirtschaftswissenschaften haben eine Bringschuld. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann muss es raus. Das haben Sie auch im Mai gemacht bzw. praktiziert in der ZIP 2. Da haben Sie gesagt, es ist eine gefährliche Situation, die Inflation laufen zu lassen. Vor allem deshalb, dass dann bei den Herbstlohnrunden höhere Abschlüsse gemacht werden müssen als im Rest des Euroraums. Die Frage, hat die Regierung Sie nicht um Rat gefragt oder hat sie Sie damals nicht ernst genommen? Doch, die Gesprächsbasis ist eigentlich eine sehr gute gewesen die ganze Zeit. Argumente sind ausgetauscht worden. Die Antworten oder die Lösungen sind halt immer zweigespalten. Wenn man sagt, Mietpreisbremse, das war ja ein Vorschlag auch, den ich vertreten habe, dann ist das natürlich für die, die etwas zu vermieten haben, gar keine gute Nachricht und auch für den Immobilienmarkt eine Belastung. Aber gleichzeitig hätte man das früher gemacht, hätte es vielleicht ein paar Zehntel Prozent weniger Inflation in der sogenannten rollierenden jetzt, die dann ja in die schon von Herrn Muchitsch genannte Benja-Formel eingeht. Na, und jedes Zehntel nutzt uns, ja, weil die Inflationsraten im Ausland geringer sind, in der Eurozone, in Deutschland zum Beispiel, Frankreich, Spanien noch viel deutlicher. Und die niedrigeren Inflationsraten dort bedeuten dann eben auch fast automatisch niedrigere Steigerungsraten bei den Löhnen. Und wenn bei uns die Löhne um 9,5, 10% steigen und anderswo nur um 5, dann macht das was mit der Wettbewerbsfähigkeit. Und da hilft dann schon, hätte jedenfalls geholfen, muss man sagen, jedes Zehntel, dass diese Inflationsrate nach unten bringt. Nur was mich optimistisch stimmt, ist, das wird jetzt für den Herbst nicht viel bringen. Die Mietpreisbremse und andere Maßnahmen, die greifen nicht stark genug schon für den Herbst. Aber wir werden ja nächstes Jahr wieder eine Situation haben und dort muss dann sozusagen das muss es dann besser laufen. Dann müssen wir sozusagen mit einer deutlich niedrigen Inflation in die Lohnverhandlungen kommen. Der Abstand zur Eurozone, der muss kleiner werden. Dumme Nachricht, jetzt im August ist er erst wieder größer geworden. Jetzt sind wir wieder bei 2,5 Prozentpunkten Abstand. Herr Hanger, wenn Sie das hören, hat die Regierung schon eine Mitverantwortung, dass eben die Gewerkschaft so hohe Forderungen stellen wird? Also, Sie haben die Frage einleitend gestellt, was können wir tun? Und ich bin persönlich der Meinung, wir brauchen einmal Optimismus und Zuversicht. Und wir haben schon in Österreich die Situation, da gibt es viele Facetten, wo wir wirklich auch zuversichtlich und optimistisch sein können. Wir sind zum Beispiel schon angesprochen worden, unglaublich gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Wir hatten 2022 noch ein Wirtschaftswachstum von 5%. Wir haben aktuell den Höchststand an unselbstständig Erwerbstätigen. Der Export, grosso modo, funktioniert auch noch sehr gut. Der private Konsum, interessanterweise, ist auch 23 wieder gestiegen, real inflationsbereinigt. Aber das Allerwichtigste, was ich sagen will, weil wir permanent natürlich Inflation diskutieren, ja, das ist richtig und gut, aber wir müssen einen anderen Aspekt in die Diskussion stärker hineinbringen. Das ist nämlich der Kaufkraft. Und ich habe selber jetzt eine Studie beauftragt beim Budgetdienst. Und wir haben genau analysiert die Entwicklung der Einkommen real ab 2019. Und ich war selber ganz überrascht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir jedes Jahr real inflationsbereinigt höhere Einkommen haben. Und ganz spannend wird das Jahr 2024. Wir gehen ja davon aus, dass die Inflation jetzt dann substanziell zurückgeht. Da wird es dann ganz real ganz starke Haushaltszuwächse geben. Und diesen Optimismus brauchen wir. Der schiebt dann die Wirtschaft wieder an. Das schafft Nachfrage. Und das würde man sehr wünschen. Damit wir dann auf die Frage wieder zurückkommen. Aber die Studie, die Sie vom Budgetdienst des Parlaments genannt haben, da hat der Standard eine große Geschichte gemacht vor 2, 3 Tagen. Und auch geschrieben, dass aber für die Berechnung der Einkommensentwicklung gibt es natürlich verschiedene Methoden.
Und in einer anderen Variante, die auf der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung basiert, fallen die Ergebnisse ungünstiger aus. Es fällt schwer zu glauben, dass jetzt das Haushaltseinkommen höher ist als vor der Pandemie und vor dieser Krieg. Natürlich durch die Inflation, aber dass man mehr ausgeben kann, beziehungsweise dass man das natürlich die Ersparnisse dahin schmelzen. Also wir haben unabhängige Experten im Parlament, das ist der Budgetdienst. Und der kommt ganz klar zur Erkenntnis, dass im Durchschnitt die Einkommen real gestiegen sind. Und ein Aspekt, der ist mir auch noch ganz wichtig. Aber dafür schmelzen die Ersparnisse. Überkompensiert wurde, Herr Felber-Mertz, darf ich Sie bitten, das vielleicht aufzuklären, und überkompensiert worden waren die unteren Einkommensbereiche. Naja. Was immer erzählt wird, da gibt es die großen Probleme. Da haben wir staatlich von der Regierungsseite sehr viel gemacht. Wäre schön, wenn das auch anerkannt wird, weil auch diesen Optimismus brauchen wir ja. Aber die Leute spüren es einfach nicht. Ich glaube, die unabhängigen Experten ist die österreichische Bevölkerung. Und wenn die nicht spürt, dass sie tatsächlich mehr im Börsel hat, dann sind vielleicht die unabhängigen Experten die Bevölkerung viel wesentlicher. Und ich glaube, da liegt das ganz große Problem. Man kann sich auf alle Statistiken berühren. Tatsache ist schon, dass es für die Leute schwieriger geworden ist und dass sie einfach das Gefühl haben, sich weniger leisten zu können. Und das ist die ganz große Masse. Das geht hinein bis tief in den Mittelstand, nicht nur in den unteren Einkommensschichten. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Lächerlichkeit zu sagen, das habe ich von unabhängigen Experten. Also vielleicht darf ich die Lanze für die unabhängigen Experten brechen. Ich glaube, ich bin einer und meine Kollegen am Wirtschaftsforschungsinstitut auch. Und ja, das stimmt schon, dass die real verfügbaren Einkommen relativ konstant geblieben sind, vor allem, weil mit Einmalzahlungen geholfen wurde. Wenn die wegfallen, schaut es anders aus. Und was man auch sagen muss, und darum, Frau Belakovic, haben Sie durchaus auch recht, es ist nämlich die Betroffenheit nicht überall gleich. Wenn wir sagen, die real verfügbaren Einkommen, dann ist das sozusagen eine große Summe für alle Österreicherinnen und Österreicher. Und was wir sagen können, ist, dass bei den niedrigsten Einkommen gut kompensiert wurde, aber in der Mitte das nicht stattgefunden hat oder nicht in dem Ausmaß stattgefunden hat. Und das heißt, das, was für die Summe stimmt, ja, stimmt für den Einzelnen nicht zwingend. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die haben real an Kaufkraft verloren in der Krise. Aber eben nur jetzt nur kurze Hänger, weil Sie haben natürlich geschickt, sind Sie meiner Frage ausgewichen, was eben das betrifft, dass die Gewerkschaft jetzt hohe Forderungen stellen kann, weil einfach die Inflation sehr hoch geblieben oder muss, weil die Inflation so hoch geblieben ist, dass die Regierung hier eine Mitverantwortung trägt. Sehen Sie das auch so? Also vielleicht nur mal ganz kurz eine Replik, die ist mir wichtig, weil es wurden weitreichende Maßnahmen gesetzt. Wir haben natürlich die üblichen Lohn- und Gehaltsverhandlungen, wir haben die Pensionserhöhung, das war die Grundlage. Dann hat es eine ökosoziale Steuerreform gegeben, die Tarife wurden gesenkt, das hat die Einkommen erhöht. Wir haben die Abschaffung der kalten Progression, das erhöht die Einkommen. Und wir haben natürlich das umfangreiche Programm, das die Bundesregierung gemacht hat. Und das führt dazu, und das lasse ich mir nicht nehmen, dass im Durchschnitt die Haushaltseinkommen gestiegen sind. Und in den unteren Einkommensbereichen haben wir besonders viel gemacht. Und den Einzelfall und die schwierige Situation wird es immer geben, da muss man auch sehr genau hinschauen. Das ist mir schon tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und noch einmal, das halte ich auch methodisch für wichtig, dass wir die Kaufkraft stärker diskutieren im Zusammenhang mit der Inflation. Und zu Ihrer Frage, ich denke, die Kollektivvertragsverhandlungen werden geführt werden im Herbst. Ich würde mir persönlich wünschen, und das ist natürlich eine gute Tradition, dass das die Sozialpartner machen in Österreich, ich persönlich würde mir wünschen, dass es ganz einfach ein gegenseitiges Verständnis gibt. Ich glaube, die Arbeitgeberseite muss sehen, dass natürlich, dass für die Inflation die Kaufkraft erhalten bleiben muss. Die Gewerkschaft muss vielleicht auch sehen, dass das auch um Wettbewerbsfähigkeit und andere Dinge geht. Aber ich glaube, im typischen österreichischen Konsens hoffe ich da schon auf gute Lösungen. Also, ganz ehrlich, Herr Kollege, noch einmal. Also, ich weiß schon, dass Sie gern irgendwie den Fokus weg haben wollen von dieser Inflationsrate, die enorm hoch ist. Wir haben auch schon gehört, unsere Wirtschaft wird in eine Rezession abschlittern. Und wenn wir uns dann anschauen, wie schaut es denn aus insgesamt in der Eurozone, da haben wir immer noch ein Wirtschaftswachstum. Das heißt, das ist schon auch Hausgemacht. Natürlich habe ich es mir angeschaut. Übrigens, dass die USA wächst um 1,8%, sogar Russland wächst um 1,5%, aber wir haben eine Rezession. Also irgendwas ist hier in Schieflage geraten. Und da können Sie das nicht immer weglegen. Da ist natürlich viel Hausgemachtes dabei. Und ich habe den Eindruck, diese Bundesregierung hat zuerst monatelang die Inflation ignoriert, dann hat sie sie laufen lassen, dann hat sie versucht, Maßnahmen zu setzen, die sie teilweise befeuert haben. Und bis sie jetzt draufgekommen ist, ist halt schon Feuer am Dach. Und Österreich ist gerade in der Inflation sehr, sehr hoch oben, das wissen wir alle. Darf ich's klarstellen? Und dann nützt ihnen und den vor allem nützt
den Leuten nützt es nichts, wenn sie irgendwelche Statistiken hier bemühen und von Einzelfällen reden, wenn die große Masse bis hinein in den Mittelstand sich weniger leisten kann. Wir haben Schulanfang, die Leute stöhnen darunter. Und das kann man nicht. Kommen wir zu den Lohnverhandlungen zurück und wer eben die Last schultern wird. Und Sie beide haben jetzt schon kurz die Benja-Formel eben erwähnt, für die es nicht wissen. Anton Benja war sehr lange, ich glaube 25 Jahre ÖGB-Präsident, wurde in den 1960ern. Also wie in jedem Herbst sind nämlich die Metaller die Ersten, die für höhere Löhne kämpfen. Für die Lohnverhandlungen ziehen die Gewerkschaften die sogenannte rollierende Inflation als Basis heran. Diese ergibt sich aus dem Durchschnitt der Inflation der vergangenen 12 Monate. Wie in der Grafik zu sehen ist, sind die Lohnabschlüsse üblicherweise höher, gemäß eben dieser Benja-Formel. Lohnerhöhung ist Abgeltung der Inflation plus Anteil am Produktivitätszuwachs. Für die aktuellen Verhandlungen geht es um geschätzte 9,6%. Und hier ist es ja so, dass es Vorschläge gibt, auch von Ihnen, Herr Felbermayr, dass man diese Formel quasi ändern soll. Wie soll das aussehen? Sagen Sie zuerst, wie soll das aussehen? Wie soll man die ändern? Naja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Was bei der Formel ein bisschen ein Problem ist, finde ich, ist, das haben wir in der Grafik gesehen, die rollierende jetzt sehr hoch ist, ne, jetzt reden wir über 9,6%, die tatsächliche Inflation liegt aber bei 7,5%. 7,5% ist immer noch viel zu viel, aber wenn wir jetzt mit Lohnerhöhungen, die sich an diesen 9,6 orientieren, reingehen, dann ist das sozusagen in das fallende Messer einer kollabierenden Konjunktur hinein. Das ist ein Problem. Darum wäre uns eigentlich lieber, wenn man die Lohnerhöhungen näher an der aktuellen Inflationsentwicklung hätte. Also das die hätte man dann aber vergessen. Letztes Jahr, dann hätte man das aber auch letztes Jahr tun müssen. Hat man aber auch nicht getan. Stimmt. Da war sie dann auch also viel niedriger. Aber lassen wir nur den Vorschlag, hören wir uns das an. Genau, also es ist mir schon klar, dass ein Übergang von einem System in das andere nicht jetzt im Herbst passieren kann. Das ist logisch. Es wird einen Reallohnausgleich geben, aber man muss wahrscheinlich schon ein bisschen darüber nachdenken, wie man mit solchen Hochinflationsphasen auch in der Lohnpolitik umgeht. Da gibt es gute Institutionen und eingeübte Vorgangsweisen. Ich glaube, man wird das diskutieren müssen. Und ein zweites Element, was auch noch wichtig ist, zu Beginn jedenfalls dieser Teuerungskrise war die Inflation eine importierte. Es sind die Ölpreise stark gestiegen, die Gaspreise stark gestiegen, internationale Rohstoffe sehr viel teurer geworden. Alles Sachen, die nicht in Österreich hergestellt werden, sondern importiert wurden. Das hat dann die Inflation angetrieben, ohne dass bei uns irgendwelche Einkommen dadurch entstanden wurden. Die Einkommen sind in Russland entstanden oder in Saudi-Arabien oder in den USA. Und die Frage ist dann auch, muss man auch stellen, wie man mit so einer importierten Inflation umgeht. Wenn man die bei den Mieten draufschlägt, ja, und bei den Löhnen und bei den Abgaben der Kommunen, dann bleibt diese importierte Inflation sehr, sehr lange im Land. Ja, gut. Dann hören wir uns nach Herrn Muchitsch. Zuerst der Herr Kniel hat sich vorher gemeldet, dann Herr Muchitsch gleich. Also wir haben eine Ausnahmesituation hinsichtlich der Inflationsentwicklung. Wenn wir zurückblicken, ich glaube seit 1985 war die Inflation nie höher als 4%. Und da hat es sozialpartnerschaftlich auch immer funktioniert, in Wirklichkeit Arbeitgeber-, Arbeitnehmerseite im Rahmen der Verhandlungen ein akzeptables, für beide Seiten akzeptables Ergebnis zu verhandeln und für die Mitarbeiterinnen und für die Unternehmen. Das hat gut funktioniert. Wir haben jetzt, wie gehört, eine importierte Inflation, die nicht europäisch im Konsens behandelt wird, sondern nationalstaatlich. Daher unser Zugang: zuallererst muss die Regierung alles Mögliche tun, um die Inflation mal zu senken. Denn das ist ja die Basis in Wirklichkeit für die Verhandlungen, Ausgangsbasis. Und da gibt es sehr wohl Potenzial, nämlich auf allen Ebenen, Bund, Land, Gemeinden, Abgabenstopp zum Beispiel, durchgängig. Wir wissen, dass gerade im Bereich Erdgas, Fernwärme ganz massiv inflationstreibend wirkt, 0,5 Prozentpunkte aktuell. Da sind auch Kommunen in der Verantwortung, hier möglichst viel zu tun, um einmal die Basis zu senken. Das vorausgesetzt ist dann schon auch das Thema, und es ist mir zu einfach und zu billig zu sagen, okay, dann werden sich die Arbeitgeber, Arbeitnehmer in ihren üblichen Ritualen schon einigen. Nein, das wird nicht möglich sein, denn ich kann völlig nachvollziehen, dass die Arbeitnehmer nicht bereit sind, hier etwas aufzugeben. Umgekehrt kann ich nicht akzeptieren, dass wir als Arbeitgeber die ganze Last schultern müssen. Wir haben letztes Jahr
8% im Metallamt circa bezahlt. Dazu rechnend die ganzen Einmalzahlungen der öffentlichen Hand. Daher ist es auch zu diesen Reallohnsteigerungen gekommen. In Wirklichkeit haben wir die Inflation fast zweimal bezahlt. Das heißt, wir können uns nicht schultern als Wirtschaft, diese volle Last alleine zu tragen. Und ich glaube, da müssen jetzt Lösungen gefunden werden, sowohl öffentliche Hand und dann natürlich in der üblichen... Herr Präsident, seit 2 Jahren machen wir als ÖGB und als Sozialdemokratie darauf aufmerksam, dass man gegen diese Inflation etwas tun muss. Seit 2 Jahren machen wir Vorschläge. Seit 2 Jahren wird das weggewischt, nur weil es von der Opposition kommt oder vom Österreichischen Gewerkschaftsbund. Ich hätte mir von den Wirtschaftsökonomen diesen Einsatz und von der Wirtschaftsseite diesen Einsatz schon vor 2 Jahren erwartet, wie die Gasspeicher leer geworden sind in Österreich, wie dann der Ukraine-Krieg dazugekommen ist, wie eine importierte Inflation stattgefunden hat, wie uns andere Länder in Europa bewiesen haben, wie man Preise deckeln kann, wie man Preise senken kann und dann Deckel drauf gibt. Das hätte ich mir seit 2 Jahren erwartet. Und die österreichische Bundesregierung hat sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich für Einmalzahlungen. Und in Verbindung mit Lohn- und Gehaltsabschlüssen ist es gelungen, diese real verfügbaren Einkommen halbwegs zu halten. Wenn man aber Statistiken vergleicht und zum Beispiel die VGR, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, hernimmt, schaut sie wieder ein bisschen anders aus. Aber ich will jetzt nicht Statistiken diskutieren. Ich will nur eines zum Punkt bringen. Wir haben eine Teuerung von 17,1% vom VPI in den letzten 24 Monaten. Da hat es einen Abschluss gegeben in der Metallindustrie mit 7,4%. Und was ist mit dem Delta? Und genau das wollen die Leute jetzt auch haben. Und das steht ihnen zu. Und warum, Herr Muchitsch, können Sie nur noch darauf eingehen? Warum fangen wir bei den Menschen an, jetzt auf einmal einen Deckel draufzugeben, nämlich bei den Einkommen? Das halte ich nicht für fair. Und es haben sich die Beschäftigten in diesem Land auch nicht verdient. Herr Muchitsch, aber eben bleiben wir noch zuerst trotzdem bei den Lohnverhandlungen und dann, was kann man noch tun oder was soll man tun, damit man runterkommt? Ein Satz zu den Lohnverhandlungen. Zu dieser Benja-Formel, beziehungsweise gibt es ja auch andere Vorschläge, also gibt es ja auch Brutto für Netto, Einmalzahlungen etc. Aber einmal diese Formel, soll die geändert werden, wären Sie da gesprächsbereit? Nächstes Jahr oder nicht? Diese Benja-Formel ist seit den 60er Jahren etabliert. Die europäischen Gewerkschaften haben im Jahr 2000 diese Benja-Formel ausgerufen, europaweit zu übernehmen. Und glaubt mir eins, ich würde viel lieber über eine Inflationsrate und Lohnverhandlungen sprechen wie in Belgien mit 1,2% Teuerung. Die Regierung hat halt nichts gemacht gegen diese Teuerung. Das ist hinaufgeschält. Und jetzt sind wir, die Sozialpartner, gefordert, hier irgendeine Lösung zustande zu bringen. Und ich glaube, wir werden darum nicht herumkommen. Die Benja-Formel wird auch im Herbst Thema sein und das wird nicht anders gehen. Aber abgesehen davon, weder der Herr Knill noch der Herr Muchitsch machen heute Lohnverhandlungen. Da sind andere Bereiche zuständig. Aber Sie geben natürlich die Leitplanken, die Leitlinien vor. Oder Sie haben gewisse Leitplanken. Ja, aber Herr wir Hanger, haben einen Aufholbedarf bei der Teuerung über die Lohnerhöhung. Jetzt gleich konkret, Herr Knill, Herr Hanger, hat immer zu Ihnen geblickt, natürlich wegen der Regierung, und hat gemeint, dass Sie auf jeden Fall die Last nicht alleine schultern können. Können Sie sich da eine Lösung vorstellen? Ich möchte schon jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass die Bundesregierung sehr viel gemacht hat. Er ist jetzt befeuert. Die Inflation ist ja befeuert. Darf ich jetzt ausreden? Nicht nachhaltig. Danke, Frau Kollegin, danke, Herr Kollege. Ich rede jetzt darum, was hat die Bundesregierung gemacht, um die Haushaltseinkommen zu sichern und zu steigern. Es hat eine Steuerreform gegeben. Die Tarife wurden gesenkt. Es wurde die kalte Progression abgeschafft. Das hat schon einmal den Effekt, dass mehr netto vom Brutto bleibt. Da würde ich schon bitten, das auch einmal zu akzeptieren. Und das ist schon ein ganz wesentlicher Beitrag, auch die Haushaltseinkommen zu sichern, damit auch die Konjunktur abzusichern. Weil wenn die Haushalte die Kaufkraft haben, das hilft uns dann auch in der Konjunkturentwicklung. Und vergessen wir zum Beispiel auch, dass der private Konsum 23 gestiegen ist, real. Also diese ständige Diskussion darüber, dass quasi Konsum nicht mehr leistbar ist, das geben die Zahlen ganz einfach nicht her. Und es tut mir leid, es sind Fakten, die am Tisch liegen. Ich weiß schon, dass die gefühlte Inflation eine hohe ist.
weil uns natürlich die Preise im Supermarkt ärgern. Und die negative Stimmung, die ich eingangs erwähnt habe, ja, das ist ja auch wirklich vom WIFO. Aber in einer redlichen Diskussion, in einer redlichen Diskussion würde ich schon bitten darum, dass wir die Zahlen, Fakten so nehmen, wie sie denn sind. Wir haben jetzt nicht, ich verstehe das, dass Sie, also ja, das ist, aber das, aber ich verstehe, dass Sie das immer sagen wollen, was jetzt schon bis jetzt gemacht wurde. Aber die Frage war jetzt eben, was die Lohnverhandlungen betrifft, um die Industrie, die ÖVP ist die Wirtschaftspartei, dieser Aufruf vom IV-Präsidenten, das nicht alleine schultern zu können, könnten Sie sich da eine Lösung vorstellen? Also es sind Bereiche angesprochen worden. Zum einen, wenn ich mir die WIFO-Prognose anschaue, aber Herr Professor Fellbein-Beyer, vielleicht könnten Sie das noch ausführen. Wir rechnen damit, dass jetzt die, Gott sei Dank, die Inflation substanziell zurückgeht und die Bundesregierung soll und muss natürlich auch alles unternehmen, um das zu unterstützen. Sie haben einen Bereich angesprochen, natürlich Gebühren, Abgaben auf Bundesebene. Das passiert übrigens auch, erste Maßnahmen wurden gesetzt. Ja, es gibt ein Paket jetzt gemeinsam mit den Gemeinden, dort auch zu überlegen, wie wir hier dämpfend agieren können. Natürlich. Aber viel, aber zu, spät. Schon, aber ich viel zu spät. Aber wir sind, ich möchte nicht, zu wir haben jetzt, ich bleib jetzt trotzdem bei den Lohnverhandlungen. Gut, Herr Fellbein-Beyer. Ja, unsere Expertenstimme. Der Harald Gutschi, der Leiter des größten Online-Händlers in Österreich, hat in der heutigen, in der Presse am Sonntag heute gesagt, dass ihm wichtig ist, dass die, die arbeiten sollen, auch die Inflation voll abgegolten bekommen. Aber sein Vorschlag war, 2/3 sollen die Unternehmen tragen und den Rest soll man über diese kalten Progressionsausgleich, dieses 1/3, ist ja schon Realität, in Form einer Senkung der Lohnnebenkosten finanzieren. Ist ja schon Realität. Also da sind jetzt mit zwei Dinge durcheinander gekommen, glaube ich, weil Lohnnebenkosten und kalte Progression miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Ja, die Finanzierung. Okay, gut, dann verstehe ich das. Das ist der Vorschlag eines Unternehmers. Gut, ja? Okay, dann ja, das kann man natürlich so machen. Das wird nicht eine große Auswirkung haben. Ne? Insgesamt ist das, was mit der Abschaffung der kalten Progression zurückgegeben wird an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist ein Geld, ja, das spüren die Leute, aber das ist nicht in der Größenordnung, dass man statt 9,6 ist irgendwie über 7% drehen könnten. Ne? Das ging in die richtige Richtung, ist aber von der Größenordnung wahrscheinlich einfach sehr klein. Mhm. Ja, man muss zugeben, das ist jetzt Faktum, dass aktuell die Verhandlungen vorbereitet werden, die werden bald geführt und die rollierende Inflation steht schon da. Nicht? Also die 9,6, vielleicht werden es 9,7, vielleicht werden es 9,5, aber da kann man jetzt fast nichts mehr machen, um die wirklich nach unten zu bringen. Ja, das ist jetzt, muss man sagen, das Kind ist leider Gottes in den Brunnen gefallen. Wir haben schon vor einem Jahr gehört, dass die Inflation sinken wird, auch von den Wirtschaftsforschern. Es hat ja auch der Arbeitsminister, der Wirtschaftsminister gesagt, sie wird sinken. Es ist nicht wirklich passiert. Wir haben jetzt zwei Jahre. Einigen wir uns mal drauf, wir haben die letzten zwei Jahre eine enorm hohe Inflation gehabt. Ob das jetzt, ich meine, natürlich ist es eine Auswirkung, aber es ist extrem hoch. Ich hätte mir, und da muss ich jetzt etwas wirklich sagen, in Richtung auch Wirtschaft, es gab dort keinerlei Forderungen in Richtung Bundesregierung, hier etwas dagegen zu tun. Und das hätte ich mir schon gewünscht, auch als Unterstützung. Ich sage Ihnen was, am 14. September 2021, das ist die kommende Woche genau zwei Jahre her, haben wir erstmals über einen freiheitlichen Antrag gesprochen, dass man die Energiekosten stabilisieren muss und dass man hier einen Deckel einziehen muss. Die Regierung hat nichts anderes gemacht, als die CO2-Steuer auf Treibstoff einzuführen. Das war dann die Antwort darauf. Also muss ich insofern widersprechen, wir haben es vielleicht nicht medienöffentlich. Ja, aber das ist natürlich schwierig. Aber dann haben Sie offensichtlich sich auch bei der Regierung nicht durchgesetzt. Naja, es können aber nicht die Arbeitnehmer die Folgen tragen. Die Strompreiskompensation ein Ergebnis dieser Intervention. Also die Bundesregierung hat reagiert. Doch nicht ausreichend. Ja, aber das ist vielleicht auch die falsche Reaktion gewesen. Naja, eine Strompreiskompensation ist nicht. Jetzt der Vertreter der Bundesregierung sein zu wollen. Aber wissen Sie, aber Ihre Vorschläge der Opposition sind völlig wirkungslos. Mehrwertsteuersenkung. Ein Mietenstopp. Auf alle Mieten. Ja, mit der gleichen Konsequenz, dass nachher sofort die Forderung kommt, das zu kompensieren, was nachher für die Sanierung notwendig ist.
Das ist durchaus ein zweifelhaftes Thema. Aber es haben offensichtlich Ihre Forderungen jetzt auch nicht dazu geführt, dass die Inflation runtergegangen ist. Also, es ist ein Aspekt herum. Also nochmals, das ist, ich spreche jetzt für die Wirtschaft, nicht jetzt für den, da hat es natürlich für die Einzelhaushalte hat's, entsprechende Energiekostenzuschüsse gegeben, etc. etc. Ja, aber deswegen ja, ist ja genau geworden. Das Problem. Aber auf der anderen Seite haben wir Rekordgewinne. Damit man ihren Argumenten folgen kann. Nochmals, im Energiepreis einen nationalen Deckel raufgeben funktioniert nicht. Wir sind in einem europäischen Energiemarkt. Das hat in Spanien funktioniert, weil das ein abgeschotteter iberischer Markt ist. Das heißt, dieses Modell können wir nicht auf Österreich übertragen. Warum nicht? Unsere Energiekonzerne haben Rekordgewinne geschrieben. Nochmals, sie wollen einen Deckel auf Preise, also auf einen gestützten Preis. Der wird ja, Strom hat kein Marschall, wie es bekanntlich heißt, dann wird das halt von Ausland gekauft. Wir subventionieren nachher nicht Strom für das Ausland. Also so gesehen funktioniert dieses Modell nicht. Warum verwendet man die Übergewinne, die nicht einmal budgetiert waren, geplant waren, nicht zur Gegenfinanzierung, wie es Belgien gemacht hat? Also das war standortpolitisch der größte Fehler, hier über Übergewinne gepaart mit der ganzen Diskussion über gute Gewinne, schlechte Gewinne, zu viel Gewinne, war standortschädlich. Die Art und Weise, wie das gemacht worden ist, ein falscher Zugang. Gerade die öffentliche Hand als Mehrheitseigentümer des Energiekonzerns hätte das über Ausschüttungen machen müssen und nicht eine Gesetzesänderung nachwirkend oder rückwirkend hier nachher eingreifend in die Unternehmen. Das ist extrem. Da war es ja schon zu spät. Da war es ja schon vorbei. Naja, das hätte man vor zwei Jahren reinstecken. Das war absolut, absolut falsch. Zu spät. So, Moment, bitte, Herr Hanger. Ich wollte mit dieser Mehr mal aufräumen. Und Herr Professor Felbermayr, korrigieren Sie mich, wenn ich das nicht richtig ausführe. Es ist eine ausschließlich populistische Forderung zu sagen, man macht zum Beispiel einen Gaspreisdeckel. Weil der Gaspreis wird am Markt gebildet über Angebot und Nachfrage und da gibt es einen Preis. Wenn wir dann staatlich jetzt eingreifen und Hausnummer 20% darunter gehen und einen Deckel einziehen, dann muss die Differenz zwischen Marktpreis und dem Preis, der quasi von der Regierung festgelegt wird, irgendjemand zahlen. Diese Modelle hat es gegeben, die hat man sehr schnell wieder ist man da zurückgefahren, weil sie unendlich teuer geworden wären. Und erste Feststellung, aber dieser Deckel, der da immer genannt wird, es muss ja trotzdem die Differenz wer zahlen. Also das will ich schon einmal ausdrücklich festhalten. Ja, die Krisengewinner. Aber darf ich Ihnen jetzt schon und zum sagen? Zweiten, die Krisengewinner, zum Zweiten, das ist längst wieder unten. Zum Zweiten ist es so schwierig, jemanden ausreden zu lassen. Der Gas, ja, aber es ist, zum Zweiten halte ich fest, dass wir natürlich immer sehr vorsichtig sind, was Markteingriffe betrifft, weil es eine hochsensible Frage, diese Verwerfungen, die dann passieren. Aber bei den Energiekonzernen haben wir es gemacht. Wir haben dort eine Übergabe, natürlich, wir haben einen Referenzpreis jetzt definiert. Wenn über einen Referenzpreis Herr Kiel sagt, dass das natürlich standortschädlich ist, einzugreifen aber in den Markt, rückwirkend in börsennotierte Unternehmen. Wir halt die Themen da diskutieren, aber da hat man es ja gemacht. Und abgesehen davon wird zum Beispiel immer vergessen, 2900 Kilowatt zu 10 Cent. Starker Markteingriff wurde da gemacht, geht auch immer unter in diese Diskussion. Also die Bundesregierung hat hier sehr, sehr viele Maßnahmen gesetzt. Das will ich schon festhalten und ich bleibe dabei. Es ist auch gelungen, die Einkommen zu stabilisieren und alle Prognosen gehen davon aus, dass 24 jetzt ein wirklich gutes Ich versuche es einfach nochmal anders, Herr Hanger. Sie sagen alles, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist. Wir haben vom Herrn Felbermayr gehört, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen bei den Lohnverhandlungen. Die 9,6% sind auf jeden Fall fix. Wahrscheinlich wird die Gewerkschaft zweistellig mit den Forderungen hineingehen. Wir haben noch keine Antwort, ob die Unternehmen, die Wirtschaft das ganz alleine schultern muss oder nicht. Ich möchte gern von Ihnen hören, was in die Zukunft gedacht, getan werden wird noch, um diese Inflation auch wirklich weiterzudrücken. Also jedenfalls, und der Herr Professor Felbermayr kann das ausführen, gehen wir davon aus, dass die Inflation jetzt substanziell zurückgehen wird. Das ist natürlich die gute Nachricht, in jeder Prognoserechnung ist das. Und was hier die Bundesregierung in Unterstützungsmaßnahmen setzen kann, zum Beispiel Gebührenstopp auf allen kommunalen Ebenen, natürlich, das ist das Gebot der Stunde, gar keine Frage. Jetzt ist ja die FPÖ in drei Landesregierungen auch drinnen, in Oberösterreich, in Salzburg und in Niederösterreich. Wissen Sie da, wird eben so ein Gebührenstopp oder so irgendwas in der Form gemacht? Gefunden habe ich jetzt noch nichts in der Recherche. Wissen Sie? Der Gebührenstopp ist meistens kommunal, das sind die Kommunen natürlich in erster Linie verantwortlich. Natürlich die Länder sagen. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, weil ich glaube, dass das jetzt in Verhandlungen im Herbst dann sein wird. Aber ich möchte noch einmal auf diese Energiepreise zurückkommen, weil es ist nicht so, dass das, natürlich muss es wer zahlen, aber wir haben Übergewinne. Das heißt, da ist einfach viel mehr
verlangt man, als notwendig wäre. Und der Gaspreis am Weltmarkt ist längst wieder unten. Also ganz so ist es nicht. Sie kommen hier mit Zahlen von vor 1,5 Jahren. Das Problem war, dass der Preis nicht wieder runtergegangen ist, wie er am Weltmarkt wieder runtergegangen ist. Rauf ist er schnell gegangen. Aber oben ist er dann auch lange geblieben. Und ich glaube, da war das Problem. Und da ist, kann man, muss man auch in den Markt eingreifen. Und das erwarte ich mir von einer verantwortungsvollen Regierung. Das haben wir gemacht. Sie waren offensichtlich in der Parlamentssitzung nicht dabei. Wahrscheinlich. Ich möchte wieder einen Blick in die... Ich habe auch meine Gasrechnung noch nie angeschaut. Herr Felbermayr, aber wieder ein Blick in die Zukunft. Eben, was ist zu tun? Der Bundeskanzler Nehammer hat im Sommergespräch ja gesagt, das Glas ist halb voll. Manche Bürger denken sich, ist es für den Staat halb voll und für die Menschen vielleicht halb leer, weil der große Profiteur natürlich von erhöhten Preisen, egal von den Lebensmitteln bis zum Treibstoff, ist natürlich schon der Staat. Da sprudeln die Einnahmen massiv, oder? Naja, ja, natürlich, die Steuereinnahmen steigen. Wenn die Preise größer werden, gibt es mehr Mehrwertsteuer, ganz klar. Wenn die Löhne jetzt entsprechend wachsen, steigen die Lohnsteuereinnahmen und so weiter. Das ist alles richtig. Aber der Staat hat natürlich auch Kosten. Und er muss Straßen bezahlen, er muss selber seine Angestellten, seine Beamten, Beamtinnen bezahlen. Das geht sich sozusagen in der langen Frist für den Staat auch nicht wirklich aus. Die Zinsen sind stark gestiegen, das heißt, auch durch die Inflation stark gestiegen. Das heißt, dass die Staatsschulden teurer werden. Deswegen würde ich das sozusagen doch mit sehr gemischten Gefühlen sehen. Wenn man sagt, der Staat ist der Profiteur, der freut sich über Inflation, würde ich sagen, nein, freut euch nicht drüber. Ja, das ist fürs Gemeinwesen insgesamt, und zwar für den Staat, für die Unternehmen, für die Arbeitnehmerinnen, für die Pensionisten. Das ist für niemanden gut. Inflation, das steht in jedem Lehrbuch der VWL, ist schlecht. 2% sind viel besser als 10. Die Übergewinnsteuer, Herr Kniel, findet sie negativ. Die Regierung macht, was sagen Sie? Wir haben die Übergewinnsteuer, die im Energiebereich eingeführt wurde, eigentlich nicht für gut geheißen. Sie ist ja dann sozusagen über die europäische Bande nach Österreich gekommen, weil die Europäische Union das verlangt hat. Warum nicht? Weil die Übergewinnsteuern ad hoc eingeführt werden. Ob das jetzt beim Energiebereich ist oder jetzt vielleicht bei den Banken oder anderswo, weil die Verlässlichkeit des Steuerrechts kaputt machen. Und wenn sich heute jemand überlegt, investiere ich in diesem Land oder investiere ich nicht, muss er einen Geschäftsplan aufmachen. Er muss für 10, 15, 20 Jahre planen können. Und da gehört auch eine Verlässlichkeit bei den Steuerraten dazu. Deswegen ist das gefährlich, mit diesem Vehikel allzu eifrig umzugehen. Ich kann es verstehen, dass die Menschen auf ihre Stromrechnungen schauen, die hohen Preise sehen und gleichzeitig hören es die Unternehmen auch riesige Gewinne. Ich kann es verstehen, dass man das will, aber es hat für den Standort, wie der Präsident Kniel ausgeführt hat, hat das negative Auswirkungen. Herr Felbermayr, die Leute verstehen das nicht, wenn die Mineralölkonzerne einen Extragewinn von 2,3 Milliarden Euro machen 2022 und die Regierung wartet so lange zu, damit es dann nicht zu heftig wird, und dann werden 90 Millionen abgeschöpft an Übergewinnsteuern. Die Leute verstehen nicht, dass die Banken einen Rekordgewinn schreiben von 10,2 Milliarden Euro 2022 und parallel wissen die Leute nicht, wie sie eine Finanzierung zustande bringen, weil Kreditzinsen einfach zu hoch aber sind. Aber die Übergewinne landen ja nicht in der Tasche von den Menschen, oder? Ja, das ist ja das Schlimme, das ist ja der Fehler. Das ist ja der Fehler. Und wenn es schon beim Staat landet und wenn man wirklich früher reagiert hätte, diese Preise zu bremsen, dann hätten wir heute ganz andere Voraussetzungen auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Und das ist ja die Botschaft. Und das ist ja nicht passiert. Und wenn man dann immer nur so ein bisschen ein Stückwerk macht, ein bisschen eine Strombremse, ein bisschen ein Mietendeckel, aber erst bis 5% dürfen es steigen die nächsten 2 Jahre, ja, ein bisschen eine Übergewinnsteuer, dann greift das nicht bei der Bekämpfung der Inflation. Und das ist die Kritik. Und da ist zu wenig passiert, bewusst oder Unvermögen, soll sich jeder selber aussuchen in diesem Land, wo sie die Regierung aufgeführt hat. Aber das ist der internationale Vergleich. Und das hat die Regierung verschlafen, diese Teuerung zu bekämpfen. Also um das auch nochmal richtig zu stellen, weil Sie da jetzt zwei ganz wesentliche, namhafte, große österreichische Unternehmen angesprochen haben. Die Besteuerung, nämlich diese Übergewinnbesteuerung, die nochmals fatal falsch war, hat sich auf die Profite im Inland generiert, beschränkt. Das ist die Regel. Zum Glück ist dieser Konzern weltweit aufgestellt und hat einen Großteil der Gewinne außerhalb Österreichs erwirtschaftet. Nur um das richtig zu stellen auf das Mineralölunternehmen. Der zweite Aspekt,
Gerade der Energiemarkt, ich gebe Ihnen insofern recht, der hat es keinen funktionierenden Markt gegeben. Durch diese Verwerfungen externer Natur. Aber die Art und Weise, wie man jetzt auf diese Unternehmen zugegangen ist, falsch. Eben Standort falsch. Und daher nochmals jetzt, versuchen Sie diese Logik weiterzutragen jetzt in den nächsten Sektor, nämlich in einem stark reglementierten, aber in einem marktfunktionierenden Sektor, nämlich den Bankensektor. Sie werfen jetzt Absurdzahlen in den Raum. Das nennen Sie doch den Prozentsatz der Profitabilität dieses Unternehmens. Gerade der Bankensektor hat die letzten Jahrzehnte, wo Nullzinspolitik war, massiv gelitten. Und eine Bank lebt mal aus dem Delta von Kreditzinsen und Sparzinsen. Dieses Delta ist jetzt etwas aufgegangen. Und der erste, wo quasi die Banken etwas Luft wieder bekommen, sind Sie schon wieder dabei, da müssen wir sofort wieder zugreifen. Das ist falsche Industriestandortpolitik, die Sie hier verfolgen. Nicht mit dem Ziel der Inflationssenkung, sondern der Vertreibung und gerade eines wichtigen Sektors. Das ist ein falscher Zugang. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten einer Lösung. Die erste Möglichkeit ist, wir geben die Leute weniger bei den Löhnen, bei den Gehältern. Bei den Zinsen. Das ist ja sehr wirtschaftsfreundlich. Oder wir gehen den anderen Weg, dass wir sagen, wie schaffen wir es in diesem Land wieder eine Aufbruchsstimmung zustande zu bringen, nämlich dass Jungfamilien sich ein Eigenheim finanzieren die können, Leistungsträger nämlich dass die Bauwirtschaft wieder der Konjunkturmotor wird, wie es immer war. Wie schaffen wir es auch, die Stimmung in der Industrie zu verbessern? Wir haben jetzt die Euroskills gerade im Danzig gehabt. Österreich ist Nummer 1 in der Berufsausbildung. Wir haben 18 Medaillen gemacht wie kein anderes Land. 7 Gold, 6 Silber, 5 Bronze. Und dort müssen wir auch weiter tun. Wir müssen schauen, dass wir diese Negativstimmung wegbringen. Das geht aber nur, wenn man den Leuten auch das gibt, was ihnen zusteht. Nämlich Lohnerhöhungen, wo sie in Vorleistung gegangen sind. Schauen wir uns die Stimmung an. Wenn Förderungen im Klimaschutz nicht abgeholt werden, dann macht es ja irgendwas falsch. Wir schauen uns an. Also der Staat, wir haben gesagt, wir wollen an einem Beispiel nur anschauen und uns anschauen, ob man doch bei der Mehrwertsteuer noch was machen kann oder nicht, weil hier gibt es schon einen Anteil an der Inflation, da hat es auch immer wieder Vorschläge von Ihnen gegeben, bin ich neugierig, aber schauen wir es nur anhand des Treibstoffpreises an. Der Staat verdient eben an den hohen Spritpreisen auch mehr dazu, bei jedem Liter Diesel macht der Nettopreis nur 55% aus, die restlichen 45% bekommt der Staat in Form einer Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer und der zusätzlichen CO2-Bepreisung. Beim Benzin bekommt der Staat zusammengerechnet sogar 50% vom Preis. Mehrwertsteuersenkung oder Mehrwertsteuer überhaupt wegfallen lassen oder wie das in Frankreich ist bei den Lebensmitteln, weil wenn ich jetzt das im Kopf habe, ist das die derzeitige Inflation macht 1 Prozentpunkt nur die Lebensmittel aus. Gibt es hier Vorschläge, konstruktive Lösungen von Ihrer Seite, was hier die Regierung machen könnte, um die Inflation auch wirklich runterzudrücken? Also natürlich wäre eine Senkung der Mehrwertsteuer etwas, das die Inflation sehr schnell nach unten treiben würde. Ja, das ist so. Hat aber hohe Kosten, weil das finanziert werden muss. Ne? Das wären Einnahmenentfälle. Wenn die mit Schulden finanziert werden müssen, ne, dann ist das auch nicht unbedingt inflationssenkend, weil ja sozusagen durch die zusätzliche Verschuldung des Staates mehr Geld ins System kommt, das irgendwie nachfragerelevant werden würde. Zweite Frage, die man stellen muss, ist, wird eine solche Mehrwertsteuersenkung auch weitergegeben? Ja, das ist auch nicht zu 100% garantiert. Da muss man einen Mechanismus erfinden, irgendwelche Kontrollen. Aber es haben viele Länder doch schon Preiskommission. Es kommt nur leider nie. Aber auch im Ausland ist die Weitergabe einer Mehrwertsteuersenkung durchaus eine umstrittene Geschichte. Wir haben das anders gefragt. Beim Treibstoff gesehen, in Deutschland wurde nicht zur Gänze weitergegeben. Und das dritte Problem ist, dass natürlich eine Mehrwertsteuersenkung sozusagen die Gießkanne on steroids ist. Ja. Das hilft all denen, die gar keine Probleme haben, genauso wie die wirklich nicht wissen, wie sie ihr Leben führen. Wenn wir jetzt eben, und Sie machen das, und Sie waren ja auch in Deutschland, den Blick noch einmal über den Tellerrand. Wir haben am Anfang die Inflation in der Eurozone, die Inflationsrate von uns im Vergleich zu den anderen gesehen. Mhm. Was machen die anderen so gut, dass wir das uns abschauen können? Also Deutschland ist nicht wirklich besser als Österreich. Ich meine ja eh die guten Länder. Belgien, Luxemburg. Bei den guten Ländern muss man sich den längeren Zeitraum anschauen. Weil es ist nämlich interessant gewesen, dass wir haben jetzt die höhere
den höheren Beitrag der Energierechnungen haben wir aktuell. Ja. Wir haben in der ersten Phase der Teuerung eine niedrigere Energiepreisinflation gehabt als in Belgien, als in Spanien, als im Eurozonendurchschnitt. Weil bei uns sozusagen die Formeln, wie Marktpreise in Rechnungen übergewälzt werden, anders ausschauen. Wir rechnen länger durch. Ja. Ähnlich wie mit der Benja-Formel. Lange Durchrechnungszeiträume. Das führt dazu, dass am Anfang, wenn die Preise schon steigen auf den Weltmärkten, bei uns auf den Rechnungen noch gar nichts zu merken ist. Ja. Nein, und dann in der Folge kommt das. Ne? Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht die Inflationsraten anschauen, sondern die Preisindizes, also was die Leute tatsächlich bezahlen müssen, da sind die Unterschiede zwischen Österreich, Spanien oder Frankreich so groß gar nicht. Was übrig bleibt, ist die Tatsache, dass wir einen anderen Warenkorb haben. Ne? Dass also bei uns, dummerweise kann man sagen, Güter oder Dienstleistungen besonders hohes Gewicht haben im Warenkorb, die überall teurer geworden sind. Zum Beispiel Gastronomie und Hotellerie oder eben auch Treibstoffe. Bei uns ist der Diesel sehr stark nachgefragt, anders weniger, aber der Diesel ist besonders teurer geworden. Das ist sozusagen eine Konstellation, für die kann niemand was. Das ist eine Eigenheit der österreichischen Volkswirtschaft. Naja. Also keine Mehrwertsteuersenkung oder so in irgendeinem Bereich aus Ihrer Sicht. Also keinerlei Mehrwertsteuersenkung in irgendeinem Bereich aus Ihrer Sicht wäre ratsam. Nein, ich würde das nicht ausschließen. Also die Mehrwertsteuersenkung ist sozusagen die Ultima Ratio. Es ist ein sehr ungenaues, ein sehr teures Instrument. Wenn die Inflation aber nicht zurückgehen sollte. Der Realversuch einer Mehrwertsteuersenkung, blicken wir nach Ungarn, ist gescheitert. Da hat es dieses Senkungsproblem immer gegeben. Die Wirtschaft in Ungarn liegt am Boden und die Inflation in Ungarn ist bei 17%. Ja, das aber nicht wegen der Deckel und Eingriffe der Regierung. Aber nicht deswegen ist diese Inflation in Ungarn, die hat ja eine andere Tradition als bei uns. Der Vorschlag einer Mehrwertsteuersenkung, zumindest bei den Grundnahrungsmitteln. Jetzt trinkt einer, der viel verdient, nicht mehr Milch wie einer, der wenig verdient. Ja, aber Fakt ist, der, was wenig verdient, den hilft das viel, viel mehr, gemessen an den Haushaltsausgaben zum Monatseinkommen. Natürlich, wie Sie es richtig ausgeführt haben, mit einer funktionierenden regulierenden Stelle, damit das nicht weitergegeben wird. Auf die warten wir aber jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Sinn. Da bin ich eh bei Ihnen. Aber nichts zu tun und von Monat zu Monat sagen, die Inflation wird schon mal weniger werden und Ihr Sozialpartner im Herbst, ich wünsche euch viel Erfolg bei den Lohnverhandlungen, das ist die falsche Politik dieser Bundesregierung. Also zum einen würde ich noch mal festhalten, natürlich ist Mehrwertsteuersenkung Gießkanne, ist auch ausgeführt worden. Und ich möchte schon noch mal festhalten, dass wir gerade den unteren Einkommensbereichen, wurde auch bestätigt und wird auch jede Studie bestätigt, sehr unterstützt und sehr geholfen haben. Also war dir gut ausgewogen sozial agiert, treffsicher. Das möchte ich schon zeigen, alle Statistiken. Aber Beppo, ich möchte einen Aspekt aufgreifen, den du vorher angesprochen hast. Du hast gesagt, erzeugen wir doch gemeinsam Aufbruchsstimmung. Sind wir wieder optimistisch? Das greife ich gerne auf. Das Dazwischenschreien nervt mich wirklich. Ich habe noch keinen einzigen konkreten Vorschlag auf den Tisch geredet. Ihr schreit immer nur herum und null konstruktive Vorschläge. Aber jederzeit gerne bereit, machen wir eine positive Aufbruchsstimmung. Ja. Da muss man nicht nur gegenseitig Dinge ausrichten, die halb richtig, halb falsch sind. Eine gute Gesprächskultur schafft natürlich auch Vertrauen. Genau das, was wir zeigen sollten und vor allem, dass wir Ihren Argumenten folgen sollten. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Freiheitlichen hätten keine Lösungsvorschläge. Frau Belakovic, was sind Ihre Lösungsvorschläge? Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, am 14. September 2021 war unser erster Antrag zu Energiepreisdeckel. Dass wir die Energiepreisdeckel. Das ist immer das Argument. Naja. In weiterer Folge, seit dem September 2021, ich weiß es nicht, es waren so viele unzählige. Wir haben ein 10-Punkte-Programm gebracht. Immer nur so. Was hat denn die Bundesregierung gemacht? CO2-Steuer eingeführt. Das Gesprächskultur, Sie unterbrechen sich gegenseitig. Sofortiges Abschaffen dieser CO2-Bepreisung. Sofortiges Abschaffen einer Haushaltsabgabe für Leute, die gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk anschauen. Das sind neu eingeführte Steuern. Die habt ihr gemacht. All das belastet Familienbudgets. Stimmt ja nicht. Sofortiges Aussetzen der Mehrwertsteuer auf einen Warenkorb an Grundnahrungsmitteln. Haben wir gerade diskutiert, oder?
oder? Ja, genau. Es ist alles schlecht, was kommt, ja. Und dann heißt es, kommt nichts. Das, was ihr gemacht habt, hat dazu geführt, dass wir eine Rekordinflation haben, dass die Leute sich das Leben nicht mehr leisten können. Das ist so im Empfinden. Jetzt kann man mit Statistiken alles widerlegen oder auch nicht. Tatsache ist, dass sich viele Menschen das Leben nicht leisten können. Es ist Schulanfang. Die Leute stöhnen unter der Last der Hefte. Wie teuer das sind, ein einzelnes Heft, 3, 4, 5 Euro. Das ist für viele Familien eine enorme Belastung. Was das ist so. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Seit über einem Jahr warten wir auf die angekündigte Preiskommission. Zuerst hat es der Vizekanzler angeführt, die hat dann zweimal getagt, dann war sie weg. Dann hat irgendeine Preiskommission, wurde dann vom Arbeitswirtschaftsminister angekündigt. Wo ist die? Also ganz transparent kann man dann die Lebensmittelpreise vergleichen. Wo, wann wird das kommen? Frau Belakovic, auf jeden Fall ein gutes Zeichen der Demokratie, wenn Sie im ORF sagen, dass wir die Gebühren abschaffen sollen. Das ist doch ein gutes Zeichen der Demokratie, dass ich ging. Nein, aber so, bitte jetzt eine kurze Replik, bitte. Die kurze Replik lautet, dass, und Fakten sind halt Fakten, dass die Realeinkommen in Österreich gestiegen sind. Punkt. Die Wettbewerbsfähigkeit, trotzdem noch mal auch zur Wirtschaft kommend. IMD, also dieses Ranking von dem renommierten Institut in Lausanne, 63 Staaten werden da angeschaut. Da ist Österreich seit 2020 um 8 Plätze abgerutscht auf Platz 24. Wir waren schon mal auf Platz 11. Also es gibt schon was zu tun, um vor allem die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu halten oder eben nach vorzukommen. Was ist da zu tun? Ja, das sind die Energiepreise, die in Österreich ein Thema sind. Auch da, das hat das mit Bedingungen zu tun, die schon lange da sind. Hohe Abhängigkeit vom russischen Gas. Jetzt der Ausstieg aus dieser Abhängigkeit ist teuer. Ne? Spanien hat das nie gehabt. Die haben nie ein russisches Gas importiert. Das heißt, wir haben da eine Aufgabe. Das ist das eine, Energiepreise. Das andere Thema ist, dass wir ein Hochsteuerland sind. Ja, Lohnnebenkosten vor allem. Da sind wir in jeder OECD-Statistik, in allen Berichten ganz weit oben. Das belastet nicht nur die Arbeitgeberseite, auch für die Arbeitnehmerseite ist das nicht gut. Ja, das WIFO verlangt, glaube ich, seit Jahrzehnten, ja, dass da was passieren muss. Passiert leider nicht. Das ist der zweite Faktor. Und das dritte ist, dass wir beim Thema Bürokratie und Bürokratielasten auch nicht wirklich dort sind, wo wir eigentlich sein müssten. Ja? Das wären also Energiepreise, Lohnnebenkosten, Bürokratie. Aber das ist nämlich das, was Sie sagen. Jetzt hat, also auf Platz 1 von diesem Ranking ist ja Dänemark und die sind da besonders gut. Sie haben jetzt keinen Euro, aber sonst sind sie eben was Sie da aufgezählt haben, sehr gut. Bitte. Gut, das von Ihnen angesprochene Ranking, das IMD-Ranking, wo in Österreich jetzt von dem 11. Platz auf den 26. Platz abgefallen ist, 24 bestätigt in Wirklichkeit genau dieses Defizit der Wettbewerbsfähigkeit. An erster Stelle Dänemark, gefolgt von Schweiz und Irland. Und nur ergänzend zu den Aussagen von Herrn Professor Fellowmeier, was vor allem in Dänemark noch ein Riesenvorteil ist gegenüber uns, Planungssicherheit, effiziente Funktionsebenen der Verwaltung und ein flächendeckendes, hochqualitatives Bildungssystem. Das sind Ansatzpunkte zu den Punkten, die Sie angesprochen haben, die wir ebenfalls fokussiert in Angriff nehmen müssen, um wieder an vorderste Stelle zu kommen. Aber Moment. Das ist Aufgabe aller, auch der Oppositionsparteien. Und vielleicht nur ergänzend, Frau Belakovic, wenn Sie Fakten versus Stimmung immer wieder auseinanderspielen, dann ist es, glaube ich, auch Ihre Aufgabe, mit den Fakten gegen die Stimmung anzukämpfen, wenn wir gemeinsam ein positives Stimmungsbild... Wenn die Leute sich nichts leisten können, sollen dann sagen, Fakten es ist eh alles gut. Nicht immer als schlecht oder negieren. Das Negieren ist ja schlecht. Aber das Negieren ist doch das, was die Bundesregierung macht. Herr Fellmeier, der Bundeskanzler hat ja auch gesagt im Sommergespräch, dass wir im Gegensatz zu Deutschland eben nicht in einer Rezession sind. Jetzt haben wir gehört, die Industrie -4% erwartet sie. Sie haben eben die Konjunkturprognose am Freitag, wo das zweite Quartal eben mit -1 ist. Ist jetzt eine Gesamtrezession? Stehen wir vor einer Gesamtrezession? Ist das nur eine Frage von Wochen oder nicht? Was können Sie... Ja, also in der Industrie sind wir in einer Rezession. Ja, das schon seit einiger Zeit übrigens und es wird eher noch schlechter. Und die Industrierezession steckt jetzt andere Wirtschaftsbereiche an. Ja, also ich glaube... Es war in den letzten Quartalen so, dass uns Deutschland vorausgelaufen ist. Das vierte Quartal letztes Jahr in Deutschland war sehr schlecht. Da hatten wir noch Wachstum. Das erste Quartal, da waren wir auch noch besser. Aber mit ein bisschen Zeitverzögerung holt uns wahrscheinlich das deutsche Schicksal ein.
Eine Rezession könnte kommen. Ja. Deswegen wäre ja mein Ansatz, über die Herbstlohnrunde, rollierende Inflation plus Sonstiges, da kommen wir nicht hinweg, das wird so sein. Aber was machen wir in Zukunft? Das heißt, wenn wirklich ernsthaft von der Regierung es Maßnahmen geben wird, nach 2 Jahren zu sagen, reden wir ernsthafter über effizientere Maßnahmen, um die Preise zu senken oder zu bremsen, das hilft uns im nächsten Jahr. Aber dann braucht es einen dritten Punkt. Und da bin ich jetzt wieder bei der Aufbruchstimmung. Wir müssen schauen, dass wir die Kaufkraft, die Investitionstätigkeiten in Österreich selbst motivieren und ankurbeln. Und da braucht es halt Maßnahmen. Und das geht nur dann, wenn wir einerseits die Stimmung bei den Beschäftigten, das ist das größte Kapital jedes Unternehmens, seine Beschäftigten, seine Fachkräfte, seine Jugendlichen, die er hier heranbildet zu Fachkräften, das verbunden mit einem funktionierenden Bildungssystem, bin ich d'accord. Aber wir brauchen auch einige Schrauben, um die Konjunktur in Österreich anzukurbeln. Im Wohnbau, im Bereich der Eigenheime, im Bereich auch, wo Menschen mehr animiert werden müssen, sich bereit zu erklären, doch Erspartes in die Hand zu nehmen, um in Klimaschutz zu investieren. Ja? Also wir haben einige Schrauben, die wir drehen können. Stimmung ist nett, aber was wir brauchen, ist Wettbewerbsfähigkeit. Wir leben vom Export, wir leben im Export. So gesehen müssen wir uns mit dem Weltmarkt messen. Ja, und das ist die Herausforderung, die wir uns stellen. Wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt. Alle Augen werden am Donnerstag auf die EZB. Das geht sich aus. Alle Augen sind gerichtet nach Frankfurt am Donnerstag auf die EZB, weil es dann darum gehen wird, ob die Leitzinsen erhöht werden oder nicht. Herr Felbermayr, rechnen Sie mit einer Erhöhung der Leitzinsen nochmal? Sieht so aus. Aber irgendetwas Positives, damit wir doch ein bisschen ruhiger schlafen können. Vielleicht irgendetwas, die Regierung einmal mehr Investitionen, wo wir ein bisschen Hoffnung schöpfen können. Wir haben ja in unserer Juni-Prognose für das nächste Jahr ein relativ gutes Wachstum stehen gehabt. Das werden wir runterrevidieren müssen, aber es wird dort Wachstum stehen. Warum? Weil die realen Einkommen jetzt wieder sehr deutlich steigen werden. Wenn die Löhne stark steigen, die Inflation wird zurückgehen, vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Ja, sie ist zäh, aber sie wird zurückgehen und dann wird die Stimmung auch wieder besser werden, weil die Leute sehen, ich habe mehr am Konto und die Inflation beruhigt sich. Das Wichtigste ist, dass wir nicht unser wunderschönes Land permanent zu schlecht reden. Wir brauchen Optimismus. Mit einem zähen positiven Ausblick beenden wir die Sendung. Ich danke Ihnen zu Hause, dass Sie im Herbst wieder mit dabei sind. Reden Sie darüber. Danke meinen Gästen im Studio. Nach und sehen Sie den Doc-Film Für die Vielen, die Arbeiterkammer Wien. Seit 1920 setzen sie für die Rechte der Beschäftigten ein. Der Dokumentarfilmer Konstantin Wulff zeigt, wie sich die Aufgaben der Institution mit Digitalisierung und Globalisierung geändert haben. Im Namen des gesamten Teams, auf Wiedersehen, bis nächsten Sonntag.